Wir befinden uns hier im Herzen des Salzkammergutes in St. Wolfgang beim weltberühmten Weißen Rössel. Viel schon wurde über dieses wunderschöne Hotel geschrieben, gedichtet, verfilmt und gesungen. Aber noch nie wurde der Hauptdarstellerin selbst Gelegenheit geboten, zu ihrer Prominenz etwas zu sagen. Und diese Gelegenheit wollen wir heute dem Weißen Rössel bieten. Ja, ich bedanke mich sehr, dass ich einmal zu all meinen Gästen und meinen Fans sprechen kann. Ich genieße schon seit vielen, vielen Jahrzehnten die Sympathien, die mir uneingeschränkt weltweit entgegengebracht werden. Ich habe in all dieser Zeit auch mit Freude beobachten können, wie sich das Hotel, dessen Namenspatron ja ich bin, zum Wohle der Gäste weiterentwickeln konnte. Und ich registriere auch von dieser Stelle immer wieder, wie neue Gäste hier ankommen und als Freunde gehen mit dem Wunsch, alsbald wiederzukehren. Gab es eigentlich in der Vergangenheit Momente, wo du besonders glücklich warst? Mit anderen Worten, was waren gewissermaßen deine persönlichen Highlights? Die schönsten Momente für mich sind immer jene Samstagabende, wo unter mir das Blaskonzert stattfindet. Wenn dann der Kapellmeister das Lied "Im Weißen Rössel am Wolfgangsee, da steht das Glück vor der Tür" anstimmt und dirigiert und ich in den Augen des Publikums da oben die Lebensfreude und die Begeisterung erblicke, dann muss ich jedes Mal von Glück und Freude wiehern.